Neue Ausgabe des Steilpass und neben mir steht Rosel Polzer. Hallo, Frau Polzer. Hallo, grüß Gott. Ja, und es ist was ganz Besonderes, denn egal, wen man hier fragt, alle sagen die Oma Rosel. Die Oma Rosel ist immer auf dem Sportplatz bei jedem Spiel dabei. Erzählen Sie mal, Sie sind ein Riesenfußballfan. Doch schon, durch den Enkel. Und ist einfach schön, die Gemeinschaften oben, die schön. Mir gefällt das. Ja, der Enkel ist der Alex Polzer, ist der Kapitän von der ersten Mannschaft genau. Von der SGOH. Genau. Ja. Wie ist denn das sonntags auf dem Sportplatz? Wie kann man Sie sich vorstellen? Sind Sie jemand, der auch mal ein bisschen einbucht? Ja, ich kriege bald eine rote Karte. Sie kriegen bald eine rote Karte? Okay. Weil ich immer wieder meckere und immer wieder tue. Ja, genau. Ja, aber das ist für Spaß. Da sieht man manchmal schon die Sachen ein bisschen einseitig, wenn das Enkel mitspielt, oder? Genau. Genau, ja. Aber so ist es halt im Fußball. Der Enkel kommt ja immer zu mir zum Essen. Da haben wir schon eine gute Verbindung, gell? Ja. Worauf führen Sie zurück, dass Sie so beliebt sind auch? Meine, egal, wenn man hier auf dem Sportplatz fragt, keine Oma Ahnung. Rose. Ja, irgendwas müssen Sie doch haben. Ich weiß nicht, was ich habe. Keine Ahnung. Ja, Freundlichkeit, Begeisterung von Fußball. Aber die sind auch zu mir nett, die Jungs, gell? Das ist ja klar. Und da bin ich halt auch zu denen nett. Ja. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, für welchen Fußballverein Sie noch sympathisieren. Außer die SGOH natürlich. Oder VfB. Ja, und Ihre Begeisterung von Fußball schon immer angewiesen? Nee, ich habe Handball gespielt früher. Ah, okay. Und dann nachher durch den Enkel und so bin ich dann, meine Kinder haben auch ein bisschen Handball, Fußball gespielt. Ja, dann bin ich halt wieder zu. Und es ist einfach schön, sonntags, wo gehst du hin? Gehst du auf den Fußballplatz. Tolle Geschichte, Oma Rosel, Frau Polzer, alles Gute. Dankeschön.